Und da sind wir wieder mit dem Darksiders Let's Play und einer Waffe, die wir dem Engel, den wir eben getötet haben, abgenommen haben. Wir können die Waffe aufladen und auf Engel schießen. Das ist quasi ein Shooter-Element in Darksiders. Hat sich mein Handy gerade wieder ausgeschaltet. Nein, aber der Akku ist schwach. Das heißt, es wird sich gleich ausschalten. Ich brauche aber trotzdem mal einen Timer. Sollte mir mal einen anderen Timer als mein Handy zulegen. Das nervt langsam mit dem Akku. Your justice is at hand. Aber wir sehen doch, dass wir noch ganz gut im Spektrum des Schaffbaren liegen. Ulfane hat noch nicht so viel mehr als wir geschafft. Und hoffentlich gewinnen wir das. Oh, wir fliegen sogar in Führung, sehe ich gerade. Aber ich passiere hier gerade ordentlich. Ich sollte jetzt ein wenig aufpassen. Die Geschosse fliegen nur so auf mich zu. Und ich tue nichts, um aufzuweichen, was vielleicht so betrachtet jetzt ein wenig dumm ist. Aber wir klauen Ulfane einfach mal ein paar von seinen Gegnern. Hoffentlich lassen die ein bisschen grüne Seelen frei. Damit wir uns regenerieren können. Ja, ein paar haben wir gekriegt, aber nicht viele. Und Ulfane, oh, die liegen doch wieder ganz gut in der Zeit. Beziehungsweise wieder ganz gut in Führung. Ja, tue ich, aber ich komme hier nicht durch, mein Freund. Over here, Stranger. Ja, ich sehe dich, aber... Ah, geht doch. Doch, geht doch, geht doch. Brothers, ready yourselves. Ja, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, leider. Sonst würde ich noch viel mehr labern und viel mehr Scheiße erzählen. Aber wie ihr seht, ist mir mit meiner Gesundheit nicht gerade sehr gut bestellt. Deshalb versuche ich gerade hier noch mit allen möglichen Mitteln ein paar von diesen Tauben zu kriegen. Aber die sind jetzt eher fies drauf. Was leider nicht sehr gut ist. Und ich könnte unter Umständen jetzt auch gleich sterben. Wenn ich nicht glücklicherweise eben bei Vulcan noch... Oder die habe ich die Lebenslänge gekauft? Nein, ich habe die Lebenslänge nicht gekauft. Aber ich habe sie gefunden. Und glücklicherweise noch nicht verbraucht. Das gibt uns den Vorteil, jetzt wieder Leben zu haben. Und ein wenig von den Tauben hier zu stehlen. Ja, ich nenne sie jetzt wahrscheinlich nur noch Tauben. Gerade ging mein Handy aus und ich habe nicht geguckt, wie viel der Timer steht. Das ist eine sehr dumme Maßnahme gewesen. Also müssen wir wieder schätzen. Gott, wie schätzen das? What are you waiting for? Auf dich, du Spaß. Ups. Puh. Das war sehr knapp. Hier erwartet uns nämlich noch ein Zorn-Splitter.
Den sollten wir mitnehmen. Und ich, Idiot, bin natürlich mit der Uhr immer ein wenig ungeübt. Ich vergesse ständig, mir diese blöde Uhr zu stellen. Vielleicht sollte ich da mal irgendwie ein Programm oder sowas für haben oder mir direkt eine normale Uhr hier hinstellen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Over here, Stranger. Oh, eine Truhe mit Lebensenergie nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß gerade nicht, wie viel Life wir noch haben. Anscheinend waren wir voll. Dann war das wohl jetzt gerade die übelste Verschwendung, die man machen konnte. Aber der Part hier ist auch gleich vorbei. Over here, Stranger. Bin ja schon da. You won. Fair and square. Tja, dafür gab es noch eine Erweiterung für die Waffe, die wir auch wahrscheinlich gleich benutzen werden. Ja, ich bin durch, du kannst auch. You'll go nowhere, Horseman. You cannot escape your fate. Abaddon will be avenged. Defend yourself, traitor. Und der Kampf gegen Uriel. Gets me all worked up just thinking about killing her, but I'll settle for watching you do it. Keep them feathers flying, boy! So, der Kampf gegen Uriel ist natürlich noch nicht sonderlich schwer. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber das ist nicht der einzige Kampf, den wir gegen Uriel bestreiten müssen. Deshalb kenne ich die Taktiken auch schon, weil ich, wie gesagt, das Spiel schon durchgespielt habe. Und ich habe gestern in den Takes gesagt, dass der Grieve im Deutschen die Quälerin heißt. Could be you really are who you say. Them pigeons seem mighty convinced, but I ain't. So once again, you know me, but I still don't know you. The Griever's lair. The Griever's beyond here. Had to seal these passages up tight to keep her pets out of my yard. Little bastards kept dropping by uninvited, taking things what don't belong to them. I am who I claim to be. You kill that Griever. Even make it back out of that hole, that'll be proof enough. Then, I promise, we'll have words. Now get off of my property! Before more pigeons come looking at crap in my yard. Ja, bevor ich von der Zwischensequenz unterbrochen wurde, wollte ich sagen, ich habe gesagt, dass The Griever im Deutschen mit die Quälerin übersetzt wird. Das ist meines Wissens nach auch in der deutschen Version von Darksiders richtig so. Allerdings heißt Griever im englischen Original Trauernde. Und wenn ihr den Boss nachher seht, wisst ihr, warum die Quälerin wahrscheinlich besser gepasst hat. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Lasst die Folge damit gut sein und wünsche euch viel Spaß.